Ich begrüße euch auch ganz herzlich zu den Walliser Nachrichten auf Teleoberwallis. Schön, habt ihr eingeschaltet. Das sind diese Themen. Keine Beschäftigungsprogramme für Sozialhilfeempfänger im Wallis. Meinungsaustausch zwischen den Walliser Stadtgemeinden und Grossverteilerverkäufe und weniger Walliser Weine. Anders als in den meisten Kantinen kennt man im Wallis keine Beschäftigungsprogramme für Sozialhilfeempfänger. Eine Studie aus 5 grossen Schweizer Städten belegt, dass solche Programme das Ziel der Wiedereingliederung verfehlen. Im Wallis schließt man darum mit den Betroffenen Eingliederungsverträge ab. Damit soll der Kanton über die Sozialhilfe dem Arbeitgeber für maximal ein Jahr 40% vom Lohn. Eine neue Studie von der Credit Suisse zeigt, dass sich das Wallis besser positioniert als andere Bergkantinen. Die wirtschaftlichen Entwicklungsmöglichkeiten kommen vor allem durch die Berge geprägt. Sie verhindern zum Teil aber auch Ausbaumöglichkeiten. Gleichzeitig sind sie auch Grundlage für die führende Stelle von verschiedenen Tourismusdestinationen. Laut der Studie positioniert sich das Unterwallis besser in einem einzelnen Punkt als das Oberwallis. Neben schlechterer Standortqualität und Verkehrssituation gibt es im oberen Kantonsteil auch eine Bevölkerungsstagnation oder sogar einen Rückgang. Mit der Studie will man Unternehmen aufzeigen, welche Möglichkeiten sie im Wallis vorfinden. Heute hat sich die Vereinigung von der Walliser Stadt zu Visp getroffen. Neben Vertretern von verschiedenen Unterwalliser Städten sind auch die Gemeindepräsidenten und Gemeindeschreiber von Brigg-Lys, Noters, Visp und Laeck dabei gewesen. Das Ziel ist, dass man über gemeinsame Probleme redet und versucht, Lösungen zu finden und umzusetzen. Wichtige Punkte sind heute die Zusammenlegung von einer Strafuntersuchungsbehörde, der Finanzausgleich im Rahmen von einer NFA 2 und das Projekt Plattform Culture Valais. Im ersten Halbjahr 2009 ist bei den Schweizer Grossverteiler der Verkauf von Walliser Wein zurückgegangen. Nur beim Johannisberg und beim Pinot Noir hat man eine Zunahme verzeichnen. Am meisten Rückgang gibt es beim Fanda, Dole und Goro. Der Verkaufsanteil der Walliser Weine macht noch 20,3% aus gegenüber 42,1% für alle anderen Schweizer Weinbaugebiete. Ausländische Weine kommen auf 37,6%. Wenn sich die Gletscher wegen der Klimaerwärmung zurückziehen, kommen Sachen zum Vorschein, die über Jahrzehnte und Jahrhunderte im Eis eingefroren waren. Darunter auch Umweltgifte, die von Chemikalien kommen, die man heute nicht mehr produzieren darf. Das haben die Forscher von der EMPA und der ETH Zürich herausgefunden. Für die Bevölkerung besteht aber dadurch keine Gefahr. Man will jetzt noch weiter herauskommen, welche Wege die Gifte im Gletscher zurücklegen und ob es noch eine Hülle mehr Gifte in einem Gletscher gibt. 200 Seelendorf Dirbel war die Grundlage für die Forschungsarbeit von der Wirtschaftsnobelpreisträgerin Elinor Ostrom. In ihrer Arbeit hat Elinor Ostrom die Wechselwirkung von Menschen und natürlichen Ressourcen erforscht. Dabei hat sie auch Dirbel ein Kapitel gewidmet. Das Dirbel sind die Altmotten noch im Eigentum des Dorfes. Es entscheidet nicht der Staat oder ein Eigentümer, wie die Motten genutzt kommen, sondern die Bewohner selber. So kann man an Leute der Forscherin langfristig Ressourcen schonen. Das Modell hat sich sogar bis auf Amerika durchgesetzt. Am Mittwoch hat man das Bärenverein UNESCO-Destination Schweiz gegründet. Die neue touristische Organisation will durch gezielte Werbung die 11 Schweizer UNESCO-Welterbestätten und Biosphären im In- und Ausland bekannter machen. Dafür will man unter anderem auch fester mit Schweiz-Tourismus und den schweizerischen UNESCO-Kommissionen zusammenarbeiten. Das Restaurant Speicher will mit längeren Öffnungszeiten am Wochenende das Brigger Nachtleben aufwerten. Das Grundkonzept des Restaurants behaltet man zwar, ab Mitte November tut man gegen die einen am Morgen das Restaurant aber in einen Dancing-Betrieb umstellen. Auftritte von DJs und Bands sollen das Brigger Nachtleben jeweils bis am Morgen um 5 Uhr wieder mitbestimmen. Am Donnerstag ist zum 40. Mal der internationale Tag des Weißen Stückes. Ein Tag lang wollen blinde, sehbehinderte und taubblinde Menschen die Bevölkerung auf ihre Anliegen aufmerksam machen. Das Motto in diesem Jahr ist «Ein Tag im Zeichen der Hindernisfreiheit», wo auch verschiedene Aktionen zu diesem Thema sind, so auch in Brigg-Lys.
Am Mittwoch konnte man im Oberwollis wieder einmal so richtig marten. In Brigliis war der traditionelle Gallusmarkt. Bei strahlendem Sonnenschein sind die Besucher in Schoren in den Brieger Innenstock geströmt und Heinzchen konnten zahlreiche Stände verwenden. So hat es auch in diesem Jahr wieder eine grosse Auswahl an Ständen gehabt, die Anbieter Schmuck, Kleider, Kunst und Esswaren angeboten haben. Zum Sport Eishockey. Der EHC Visp gewinnt am Dienstag am Abend ein Heimspiel gegen den SC Langenthal mit 2:1. In der Tabelle sind die Oberwolliser jetzt auf dem ersten Platz. Der HC Sidersonnivier hingegen hat sein Spiel auswärts gegen La Chaux-de-Fonds mit 4:3 nach Verlängerung verloren. In der Tabelle sind die Sonnenstädter auf den zweiten Platz zurückgerutscht. Einschalen Stimmung der Moment euch im Oberwollis. Es ist zwar schön, aber auch so richtig kalt. Ob sich daran in den nächsten Tagen etwas ändert, wir schauen es zusammen an im Walliswetter. Das Wallis hat an diesem Mittwoch einen schönen, aber frischen Herbsttag geniessen. Das Bild hier hat unsere Wetterkamera am Nachmittag das Plateau auf Notenschiff genommen. Am Donnerstag bleibt nicht das schöne Wetter gerade erhalten. Zum Teil hat es zwar ein paar Schleierwolken am Himmel, die sind aber harmlos. Es bleibt mehrheitlich sonnig. Trotz Sonnenschein bleibt es aber weiterhin frisch. Im Runental schaffen wir es gerade mal auf Höchstwerte von 10 Grad. Im Soestal gibt es 2 und im Oletschgebiet sogar 0 Grad. Zu den Aussichten auf den nächsten Tag. Am Freitag gibt es dann mehr Wolken, trotzdem gibt es aber auch längere sonnige Abschnitte. Richtig gut sieht es dann für das Wochenende aus. Da gibt es Sonnenschein pur, das bei Temperaturen um die 9 bis 10 Grad. Das waren die Walliser Nachrichten auf der Oberwallis. Ich würde mich freuen, wenn ihr euch am Donnerstag wieder mit dabei seid. Bis dann sage ich merci vielmals für's Zuschauen und eine gute Zeit.